Daher sei mit euch. Wir treffen uns heute in unserer Pfarrkirche, um den Festtag des heiligen Florian zu feiern mit seinen Mitmärtyrern von Lourdes. Wir hören die Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Ich, Johannes, hörte eine laute Stimme im Himmel rufen: Jetzt ist der Tag, der rettende Sieg, die Macht und die Herrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. Denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie bei Tag und bei Nacht vor unserem Gott verklagte. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr Wort und Zeugnis. Sie hielten ihr Leben nicht fest bis hinein in den Tod. Darum jubelt ihr Himmel und alle, die darin wohnen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ja, liebe Schwestern und Brüder, der Florianitag ist auch jener Tag, an dem wir in besonderer Weise dankbar mit unserer Feuerwehr, mit den Männern und Frauen unserer Feuerwehr feiern. Dankbar, dass wieder ein Jahr geschafft worden ist, in dem wir in Völs, aber ich denke auch in den anderen Gemeinden unseres Landes von großen Schäden bewahrt worden sind, oder wo eben auch Schäden entstanden sind, ob durch Brand, durch Feuergefahr oder andere Naturkatastrophen, unsere Feuerwehrmänner und Frauen in besonderer Weise der Bevölkerung beigestanden sind. Sind wir dankbar dafür, dass es Menschen gibt, die bereit sind, sich einzusetzen, ihre Freizeit herzugeben, aber vor allem, die da oder dort auch ihr Leben riskieren. Und darum, denke ich, ist der heilige Florian für Sie ein gutes Vorbild. Hat er doch auch sein Leben riskiert für seine Freunde, für die Menschen, die damals als Christinnen und Christen zu leben versuchten, ja, wo sie aber dann auch verfolgt worden sind und aufgrund des Glaubens hingerichtet worden sind. Standhaft zu bleiben im Glauben, im Christlichen, standhaft zu bleiben, aber eben auch in jenen Herausforderungen des Lebens, die wir freiwillig auf uns genommen haben, denke ich, ist etwas ganz Wesentliches und Wichtiges, auch jetzt in dieser Corona-Zeit. Standhaft zu bleiben und nicht übermütig zu werden, sondern mit Bedacht das Leben wieder hochfahren und die Zufriedenheit weiterhin an den Tag zu legen. Standhaft zu bleiben, liebe Feuerwehrleute, das wünsche ich euch auch für dieses Jahr, in dem ihr wieder mit dem Segen Gottes unterwegs sein werdet. Als Pfarrgemeinde wollen wir all eure Unternehmungen mit unseren Gebeten begleiten. Die Unternehmungen des Übens, die Unternehmungen, die ihr aber auch hoffentlich bald gesellschaftlich wieder aufnehmen könnt, um Gemeinschaft zu pflegen. Aber dann vor allem auch die Unternehmungen, wenn der Piepser geht oder so manchmal auch die Sirene, um dann im Einsatz das Eurige zu leisten, das ihr durch Üben verinnerlicht habt. Und dann passt jeder Schritt und dann passt jede Handhabung. Liebe Schwestern und Brüder, Gedenktag des heiligen Florian, ja, sich auch den Glauben zu verinnerlichen, dass wir immer wieder die rechten Entscheidungen treffen können, dass wir als Glaubende unsere Gesellschaft so mit aufbauen, dass Gottes Liebe alle Menschen erreicht und somit Not und Elend ausgerottet werden kann. Das ist unsere Aufgabe.
Bleiben wir standhaft im Glauben, lassen wir uns nicht entmutigen durch verschiedenste Lebenssituationen, ob persönliche oder jetzt auch die gesellschaftlichen weltweit. Gott geht mit uns mit. Und darum jubelt ihr Himmel und alle, die darin wohnen. Das soll etwas sein, was uns immer wieder jetzt schon geschenkt ist, aber vor allem dann, wenn wir am Ende unseres irdischen Lebens hineingehen in die Ewigkeit. Liebe Feuerwehrleute, der Segen Gottes möge besonders euch begleiten und Gott möge euch schützen. Und so wollen wir den Segen Gottes erbitten für euch und für alle Menschen, denen ihr in diesen Tagen, Wochen und Monaten begegnet. Heil möge entstehen durch euch und durch uns alle. Der Herr sei mit euch. Und so segne, behüte, begleite und führe euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Christus ist erstanden, Halleluja. Ja, er ist wahrhaft auferstanden, Halleluja.